Moin Moin und führt euch gedrückt zu einer neuen Ausgabe von Weitwinkeln. In der heutigen Ausgabe geht es um Solidarität und wir versuchen einmal zu ergründen, was Solidarität ist und welche verschiedenen Sichtweisen es auf die Solidarität gibt. Und da Solidarität ja ein subjektiv empfundenes Gefühl ist, kann das jeder für sich selbst definieren. Ich finde, das fängt im kleinen Bereich an. In der Familie, am Arbeitsplatz. Wir erleben in diesen Tagen Solidarität, aber auch im großen Maßstab erforderlich ist, wenn Menschen zu uns kommen, die alles hinter sich gelassen haben und Zuflucht suchen. Das ist auch Solidarität für mich. Rechts und links gucken, nach vorne und nach hinten. Ja. Und das Wort ich möglichst an die Seite schieben. Dass man, sagen wir mal, die Meinung auch dazu hat, dass man eben auch behilflich ist. Sich mit anderen Menschen auseinandersetzen und die akzeptieren. Ja, da kann man zum Beispiel helfen. Kann man den Deutschunterricht erteilen, spenden. Auch einfach mal da sein und mit anpacken. Ja, vor allen Dingen Schule, Sprache. Zuerst mal sie nicht ständig als Ausländer und als Fremde betiteln, sondern von ihnen als Menschen sprechen, die zu uns kommen. Und ihnen ins Gesicht schauen und sie nicht übers Internet wahrnehmen und Nachrichten, sondern direkt Kontakt mit ihnen suchen. Und wie, das ist eigentlich ganz egal, aber den Kontakt suchen. Viele sind traumatisiert, die hierher kommen, und zu versuchen, ihnen die Ängste zu nehmen und zu zeigen, dass sie hier willkommen sind bei uns. Also ich bin da eigentlich allem recht aufgeschlossen. Sagen wir mal, es gibt solche und gibt solche und die gibt es bei uns genauso. Also nein, eigentlich habe ich da auch keine Berührungsängste. Die kann ich so nicht sehen, sondern ganz im Gegenteil, denn dass man also schauen muss, wie die Kommunen, um die geht es ja speziell, in den Stand gesetzt werden können, dass sie geeignete Aufnahmequartiere finden. Doch, Grenzen gibt es sicherlich, ja. Aber wo sie anfangen? Sicherlich da, wenn ich das Gefühl kriege, dass ich missbraucht werde, dass die Hilfsbereitschaft missbraucht wird. Natürlich hört Solidarität da auf, wo Ausnutzen anfängt. Doch am folgenden Beispiel, am Gymnasium Paulinum, sieht man, wie Solidarität mit Flüchtlingen vernünftig funktioniert. Jan aus unserer Redaktion hat sich mal an ihrer eigenen Schule umgesehen und geschaut, wie das da so abläuft. Das Thema Flüchtlinge ist momentan in den Medien sehr präsent. Dabei spielt die Solidarität eine wichtige Rolle, wenn Flüchtlinge nach Europa kommen. Und deshalb bin ich an meiner Schule, dem Gymnasium Paulinum, mal der Frage nachgegangen, wie solidarisch hier mit Flüchtlingen umgegangen wird. Um meine offenen Fragen zu klären, habe ich mich mit Schulleiter Herrn Dr. Grave unterhalten, der bereits einige Flüchtlinge am Paulinum aufgenommen hat. Wie viele Flüchtlinge besuchen denn derzeit das Gymnasium Paulinum? Wenn wir das in einem ganz eng definierten Rahmen sehen, von Jugendlichen, die einen erklärten Flüchtlingsstatus haben, sind das 11. Es sind allerdings auch viele andere Kinder und Jugendliche hier, die ohne diesen erklärten Flüchtlingsstatus hier sind und trotzdem eine zum Teil dramatische Biografie haben, bevor sie nach Münster gekommen sind. Und die Flüchtlinge, in welchen Klassen sind die denn untergebracht? Die sind bei uns in den ganz normalen Klassen integriert. Also wir haben keine Auffangklassen oder besondere Gruppen, sondern versuchen die Schüler von Anfang an in die normalen Klassen unserer Schule zu integrieren. Und zusätzlich bekommen die Deutsch als Zweitsprache, als Unterstützung, um dann zunehmend sicherer am Regelunterricht teilnehmen zu können. Was tun Sie denn, um die Flüchtlinge in den Schulalltag zu integrieren? Wenn jemand neu zu uns kommt und vielleicht noch vor 2 Wochen in Damaskus zur Schule gegangen ist, gehen wir davon aus, dass er eine Unterstützung durch Mitschüler braucht, durch Lehrer, die sensibel auf seine Situation reagieren können. Und das heißt, unabhängig von seinem schon vorhandenen Deutsch, bekommt er einen Paten, eine Patin aus seiner Klasse, die sich in der ersten Zeit intensiv darum kümmert, dass er seinen Weg im Alltag dieser Schule auch findet.
Und zugleich haben wir inzwischen für die Eltern eine Gruppe, Paolo heißt die, die sich um die Alltagsprobleme von Familien kümmert, die mit einem deutschen Schulsystem noch gar nicht vertraut sind. Fördern Sie denn die Schüler auch schulintern durch spezielle Angebote oder Kurse? Wir haben vor allem diese Kurse Deutsch als Zweitsprache. Und wir machen den Schülern auch von Anfang an klar, ihr müsst nicht perfekt sein. Es reicht, wenn ihr halbwegs ausreichende Leistungen erbringt. Das ist schon ein Erfolg und versuchen die da auch immer drin zu bestärken, dass wir ihnen deutlich machen, die Bewältigung dieses Schrittes in ein neues Schulsystem mit ganz neuen Anforderungen und in eine neue Sprache ist eine grandiose Leistung, die in den Noten, die dabei rauskommen, sich gar nicht erst ausdrücken kann. Können Sie denn beobachten, ob sich diese Schüler in den normalen Schulalltag integrieren können? Ja, also wir haben den nachhaltigen Eindruck, dass die ihren Platz hier finden und zwar in ihren Klassen und nicht als eine Sondergruppe, in der dann Syrer mit Syrern und Bulgaren mit Bulgaren auf dem Schulhof in einer Ecke stehen, sondern diese Integration funktioniert in der Regelklasse mit den anderen Kindern. Wie sehen Sie denn die Bereitschaft des Paulinums, auch weitere Flüchtlinge aufzunehmen? Die gesamte Elternschaft steht hinter diesem Konzept und sagt, für unsere Kinder, also die gewachsenen Münsterländer, ist das eine Bereicherung, mit Kindern aus der ganzen Welt zusammenzukommen. Und diese Bereicherung kann auch bedeuten, dass da eine Klasse vielleicht mal etwas größer ist, als sie unbedingt sein müsste, aber das akzeptieren wir. Und das ist unsere Vorgabe auch gewesen, als wir gesagt haben, wir werden Referenzschule für die Integration von Flüchtlingen, dass wir das im Rahmen dieses seit Jahren erprobten Konzepts machen. Ein Flüchtling, der am Paulinum zur Schule geht, ist Ried. Mit ihr habe ich mich unterhalten können und sie hat mir viel darüber erzählt, wie es ihr am Paulinum und generell in Münster geht. Ja, ich bin Ried, ich komme aus Palästina. Ich hatte eigentlich in Lübing gewohnt vorher. Ich bin 13 Jahre alt, ich bin in die 7. Klasse. Finde ich die Schule cool. Wie ist denn deine Familie insgesamt hier nach Münster gekommen? Eigentlich haben wir so mit einem kleines Schiff gekommen, mit 320 Personen, ein kleines Schiff. Und dann haben wir so eigentlich von Libyen bis Italien gekommen, mit einem Schiff, das dauert einen Tag. Und dann von Italien zu Österreich, von Österreich bis Deutschland. Hast du schon viel gesehen auf jeden Fall? Ja. Warum seid ihr denn überhaupt geflohen? Wir hatten eigentlich hier geflogen, weil wir hatten ein großes Krieg in uns, wer ich hat gewonnen eigentlich, weil es ist nicht mein Land. Mhm. Wir hatten da ein großes Krieg eigentlich. Manche von meiner Freundin hat so geknappt und manche hat ihre Familie nicht mehr gefunden, weil sie hat so gestorben und so. Und deshalb haben wir hier gekommen. Aber du bist mit deiner gesamten Familie hier? Ja. Oder hast du noch Familie in deinem Heimatland? Nein, eigentlich habe ich hier meine Familie, nur mein Onkel ist da. Eigentlich, wir hatten vorher so versucht, so mit dem Flugzeug zu hier kommen, aber das hat nicht geklappt, weil immer da, eigentlich in den letzten so Tagen hat die Airport so kaputt gegangen und so. Wie fühlst du dich denn jetzt genau am Paulinum? Eigentlich, Paulinum ist eine sehr gute Schule. Sehr Spaß, die Kinder sehr nett. Meine Schüler und Schülerinnen in meiner Klasse sind so nett. Ja, ich mag diese Schule einfach. Also wurdest du gut in die Klassengemeinschaft aufgenommen? Ja, viel besser als meine alte Schule. Unterstützen sich denn deine Mitschüler, wenn du was nicht verstehst oder so im Unterricht, was die Lehrer sagen? Ja, das übersetzt mir die ganze Klasse. Das ist total cool. Also, und die Lehrer, sind die auch? Die Lehrer sind so nett. Also sehr verständnisvoll. Ja. Das ist schön. Wie läuft denn dein genereller Alltag ab? Also jetzt morgens, mittags, abends? So wie ein normales Kind jetzt. Ich bin wieder so wie ein normales Kind. Wieder? War es vorher nicht so? Nein, eigentlich nicht. Wie war es denn vorher? Eigentlich, ich dürfe gar nicht von Hause gehen. Du willst weil, ja. Oder werde ich geknappt dann. Willst du denn hier in Münster bleiben oder willst du noch irgendwo anders hin? Nein, ich will in Münster bleiben. Glaube ich dir nach so einer langen Reise, die du schon hinter dir hast. Also hast du sehr viel Angst vor Abschiebung. Also ja. Ist es denn immer noch so, dass du befürchten musst, abgeschoben zu werden, also von Münster wegzugehen?
Ja, eigentlich ja. Und wie gehst du damit um, also gefühlstechnisch? Ja, eigentlich so mit dem Onkel und seinen Cousinen so mitsprechen, das geht. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Was sind so deine Träume, dein Berufswunsch vielleicht sogar? Eigentlich mein Traum ist, in Münsterhed zu bleiben, zu ein Haus finden, in diese Schule ganz bleiben, weil wirklich das ist alles, am besten alles, wer ich hat vorher gewohnt. Wo wohnst du denn jetzt so momentan? Also wo bist du untergebracht? Eigentlich jetzt, ich bin in Wolbeck gewohnt. Ich wohne jetzt in Wolbeck. Und dann, keine Ahnung, wir suchen jetzt vor ein Haus, weil wir wollen so ein einziges Haus haben, weil jetzt wir wohnen mit einer anderen Familie auch. Ja, das ist gut, ja, passt. Aber ja, wenn du dein einziges Haus haben, das ist viel besser. Hast du sonst noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest? So, die Mensch hier ist ganz anders, wo du hast gewohnt. Hier hast du keine Angst, wenn du rausgehst. Auch wenn gibt's so jemand trunken, auch das ist nicht ein Problem wirklich, weil gibt's Polizei hier, aber vorher gibt's keine Polizei eigentlich. Also bist du glücklich darüber, dass du jetzt hier bist? Ja. Das ist schön. Hoffst du denn noch, dass noch mehr Leute die Möglichkeit haben, hier zu hinzukommen, die aus so ja, gefährlichen Gegenden stammen? Ja, weil, ja, wenn du Syrien jetzt siehst, das ist wirklich so schlimm, weil meine Freundin kommt auch aus Syrien und sie hat die gleichen Probleme, wenn sie hat hier gekommen. Das ist wirklich so schlimm. Ich wünsche, dass alle hatten so wie mich jetzt. Was ist denn mit deinen Freundinnen, die du jetzt da zurücklassen musstest? Hast du noch Kontakt zu denen? Ja, habe ich eigentlich Kontakt, weil gibt's Social Network. Ja, und dann Kontakt hier, aber er immer sagt, das ist schlimmer geworden. Jeden Tag, das geht schlimmer. Rieds Geschichte hat mich sehr bewegt. Ich war mir gar nicht im Klaren darüber, dass Kinder mit einer solchen Hintergrundgeschichte am Paulinum zur Schule gehen. Nach diesen Gesprächen mit Herrn Dr. Grave und Ried habe ich eine Möglichkeit mehr, Solidarität zu zeigen, kennengelernt. Solidarität besteht nicht nur daraus, Sachen zu verschenken oder Geld zu spenden. Nein, Solidarität bedeutet, mit seinen Fähigkeiten und mit seinen Möglichkeiten anderen Leuten wirklich aktiv zu helfen und irgendetwas beizutragen, damit es anderen Leuten besser geht. Eine andere Sache, die momentan zumindest theoretisch im Raum steht, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Was das genau ist, seht ihr in der folgenden Animation. Karl ist Schlachtermeister. Diesen Beruf hat er vor 25 Jahren gewählt, weil er ihm Spaß macht, denn er ist Schlachter aus Leidenschaft. Doch so sehr er es auch liebt, Rinder zu zerstückeln, nach der Arbeit quälen ihn stets dieselben Fragen. Wie soll er seine Rechnungen bezahlen, wenn er nur so einen niedrigen Lohn bekommt? Die Tierliebhaber-Verein-Mitgliedschaft zahlt sich auch nicht von alleine und die Milch wird auch immer teurer. Er muss ja schließlich auch noch 4 Mäuler zu Hause stopfen und kann nicht immer eine Rinderhälfte unter der Schlachterschürze mit nach Hause schmuggeln. Hey Karl, hast du schon mal was vom BGE gehört? Vielleicht wäre das ja was für dich. Dabei handelt es sich nicht um eine lästige neue EU-Vorschrift, sondern um das Modell des bedingungslosen Grundeinkommens. Seit einigen Jahren ist die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens stark in Mode gekommen. Sie wird in der Wirtschafts- und Sozialforschung stark diskutiert und auch, meistens ziemlich linke, Teile der politischen Klasse sprechen sich dafür aus. Doch wer soll so ein bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt beziehen? Blöde Frage. Die Betonung liegt hier auf bedingungslos. Sprich, jeder soll Anspruch darauf haben, egal ob alt, jung oder wirklich jung, egal ob arbeitsfähig oder nicht. Und das Ganze natürlich unabhängig vom sonstigen Einkommen und ohne was dafür zu tun. Klingt soweit ja schon mal ganz verlockend, oder Karl? Mit einem BGE soll erreicht werden, dass jedem eine Grundversorgung und Sicherung der Existenz garantiert wird und sich somit niemand mehr Sorgen machen muss, am Hungertuch nagen zu müssen. Außerdem soll Erwerbslosigkeit auf diese Weise nicht mehr so negativ behaftet sein und so die Würde von Arbeitslosen gewahrt bleiben, indem sie weiter in der Lage sind, am öffentlichen Leben teilzuhaben. Auch ehrenamtliche Tätigkeiten sollen so aufgewertet, Bildungschancen verbessert und die Risikobereitschaft zur Existenzgründung erhöht werden. Auch aus Arbeitgebersicht soll das BGE in den Vorstellungen der Befürworter Vorteile mit sich bringen. Dadurch, dass die Existenz der Angestellten ja eh gesichert wäre, würde es auch keinen Mindestlohn oder tarifliche Gehaltsbindungen mehr geben müssen, was zu einer erhöhten Flexibilität des Arbeitsmarktes führen soll. Denn so könnten Chefs ihren Angestellten wieder lustig 2,80 Euro die Stunde zahlen. Wie schön! Aber wie hoch sollen die Bezüge eigentlich sein und wie soll das Ganze überhaupt finanziert werden? Darüber sind sich die Befürworter auch nicht so ganz einig. Zu jedem Argument für das BGE gibt es auch das passende Argument dagegen.
Kritiker der Idee halten sie nicht für umsetzbar und fänden es auch brandgefährlich, wenn ein Land den Alleingang zum BGE wagen würde und so das ganze internationale Wirtschaftsgefüge möglicherweise ins Chaos stürzen würde. So, Karl, jetzt weißt du Bescheid und kannst selber entscheiden, ob das BGE was für dich wäre. Bedingungsloses Grundeinkommen. Da stellt sich also nun die Frage, ob das bedingungslose Grundeinkommen als gesamtgesellschaftliches Konzept funktioniert oder ob die Gefahren des BGEs nicht zu groß sind. Im folgenden Zusammenschnitt haben wir zwei Experten dazu befragt, was die positiven und die negativen Auswirkungen des bedingungslosen Grundeinkommens sind. Das erste ist, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen dazu führen würde, dass kein Mensch mehr ökonomisch aus purer Not Dinge tun muss, die er nicht tun mag. Das zweite ist, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen, genau weil es dazu führt, dass Menschen nicht mehr tun müssen, was sie nicht tun mögen, die Chance eröffnet, dass Menschen die Dinge tun können, die sie besonders gut können und die sie besonders gerne tun mögen, was dazu führen würde, dass die gesellschaftliche Produktivität, die Kreativität in einer Gesellschaft, die Möglichkeiten, Gesellschaft weiterzuentwickeln, deutlich zunehmen würden. Das bedingungslose Grundeinkommen unterscheidet sich von dem jetzigen System dadurch, dass es die Anreize zur Aufnahme einer Arbeit nicht verzerrt. Beim jetzigen System ist es so, dass eigene Einkommen sich vermindernd auf die Höhe der Transferleistungen, also zum Beispiel des Arbeitslosengeld II, auswirken. Erstmal ganz grundsätzlich ist natürlich ein bedingungsloses Grundeinkommen grundsätzlich finanzierbar in einer Gesellschaft, die in der Lage ist, genügend Güter und Dienstleistungen zu produzieren, damit alle Menschen anständig leben können. Wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen in einer Höhe finanzieren will, dass die soziale Frage gelöst ist, dass niemand mehr arm ist, dass niemand mehr aus materieller Not Dinge tun will, die er nicht tun mag, wenn man das so will, ein solches Grundeinkommen, kann man es nicht durch den Wegfall anderer Sozialleistungen finanzieren. Ein bedingungsloses Grundeinkommen muss unserer Meinung nach so finanziert sein, dass es die Spanne zwischen hohen und niedrigen Einkommen deutlich verringert. Im Grunde genommen kann das finanziell aufs selbe hinauslaufen, aber nur in einer Nettobetrachtung. Aber in einer Bruttobetrachtung würde das bedeuten, dass praktisch jeder Einwohner, also rund 80 Millionen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, zunächst Transferleistungen bekommen, die meisten von denen das aber über Steuern wieder zurückzahlen müssen. Das Problem liegt also darin, dass an der Stelle wiederum Anreizeffekte entstehen, die negativ sein können. Kurz gesprochen, die Steuerbelastung würde sich sehr stark erhöhen, aber der Rückfluss an die Bürger würde ebenfalls sich erhöhen. Wer Dinge tut, die er gar nicht mag und die er gar nicht gut kann, wird viel weniger effektiv in seiner Tätigkeit sein als derjenige, der Dinge tut, die er mag und kann. Insofern wird die Produktivität bei einem Grundeinkommen steigen. Es zeigt sich auch gesellschaftlich, also nicht nur die individuelle Produktivität, auch die gesellschaftliche Produktivität, also die Kreativität der Menschen miteinander wächst. Und idealerweise würde eine Transferzahlung, eine Zahlung von Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, bedingungslosem Grundeinkommen sich überhaupt nicht auf das Verhalten der Menschen auswirken. In einer Gesellschaft mit Grundeinkommen würden bestimmte, besonders unangenehme Tätigkeiten, die auch überflüssig sind, verschwinden. In einer Gesellschaft mit Grundeinkommen wäre niemand mehr arm. In einer Gesellschaft mit Grundeinkommen würden Menschen aber auch andere Möglichkeiten haben, Dinge für die Gemeinschaft zu tun. Es gibt jetzt schon sehr, sehr viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Viele würden das sehr viel mehr, in einem sehr viel größeren Umfang tun, wenn sie ökonomisch abgesichert werden. All dieses Engagement für die Gemeinschaft ist heute nicht möglich, weil Leute aus purer ökonomischer Not Geld mit unsinnigen Tätigkeiten verdienen müssen.
Als Ökonomen sehen wir uns die Anreizeffekte an. Wir sehen uns an, wie wirkt das auf das Verhalten der Menschen. Und idealerweise würde eine Transferzahlung, eine Zahlung von Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, bedingungslosem Grundeinkommen sich überhaupt nicht auf das Verhalten der Menschen auswirken. Es ist natürlich eine entwürdigende Situation, wenn man seine intimsten Verhältnisse offenlegen muss. Es ist auch eine Situation, die Menschen tendenziell zur Lüge und zur Unehrlichkeit und zur Unaufrichtigkeit selbst mit sich selbst und mit der engsten Umgebung verleitet. Nun ja, es würde zunächst mal dazu führen, dass wir wesentlich weniger Bürokratie, zumindest an der Stelle, hätten. Und sofern man das als ein Problem ansieht, entfällt das natürlich, dass Menschen sich zu rechtfertigen haben für das Einkommen, das sie tragen. Es kommt sehr darauf an, wie man das ausgestaltet. Es könnte sein, dass man ein bedingungsloses Grundeinkommen, stellen Sie sich eins vor, von 200 oder 300 Euro pro Person einführt. Und das würde bedeuten, dass die Personen, die darauf angewiesen sind, sich wesentlich schlechter stellen, als sie das jetzt sind. Je großzügiger das ausgestaltet ist, desto mehr könnte man von einer Solidarität mit denjenigen sprechen, die ansonsten keine eigenen Einkommen erzielen. Aber man kann nicht pauschal sagen, dass dieses Instrument der Sozialpolitik die Gesellschaft solidarischer macht oder nicht. Es funktioniert nur anders und es hat andere Effekte. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber nach dieser Sendung weiß ich wirklich viel mehr über Solidarität. Mir hat's gefallen, ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe natürlich hat das auch euch gefallen. Das war's mal wieder mit Weitwinkel. Tschüss und bis zum nächsten Mal.